Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Magdeburg Karriere. Es ist kurz vor Transferfensterschluss und vielleicht geht ja jetzt noch einiges in der Saison. 51. Folge übrigens heute und ich würde sagen, damit starten wir ins Intro rein. Soll vorher noch gesagt sein, lasst gerne ein Like auf dem Video da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Dann würde ich sagen, wir starten ins Intro rein. Ja, danach kommen die Kommentare. 10 Klasse FCM. Blau-Weiß sind deine Siegesfarben. Wie gesagt, macht gerne mal die 300 Abonnenten voll. Würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Wären nicht mehr allzu viele. Hab auch gemerkt, dass anscheinend 55% meiner Zuschauer diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen einmal bitte das ändern. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und damit starten wir jetzt in die Kommentare. Erstmal natürlich die Frage, gegen wen wir heute spielen. Und ich würde sagen, wir machen heute mal 3 Spiele. Das ist auf jeden Fall gegen Bayer Leverkusen. Die sind im Monat noch davor. Dann noch gegen Leipzig. Und wir sollen das zweite Gruppenspiel spielen. Also gegen Villarreal, gegen den Messi Region. Das bedeutet aber auch, glaube ich, dass ich 3 Schnellsimulationen machen werde gegen Wolfsburg, gegen Benfica und gegen die Bayern. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Den Vertrag mit Behrens konnten wir tatsächlich um ein weiteres Jahr verlängern. Dann habe ich ja diese Frage gestellt, wer könnte diese berühmt-berüchtigte Rückholaktion werden. Und ihr hattet auf jeden Fall recht. Ich versuche Suleiman Abdullahi zurückzuholen. Allerdings muss ich Ricky J. Jones dafür verkaufen. Ich habe ihn auf die Transferliste gesetzt. Und ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich hoffe, dass das Angebot für ihn reinkommt. So, nach den Kommentaren geht es gleich ins erste Spiel rein. Es wird eine Auswärtspartie gegen Bayer Leverkusen sein. Ich muss sagen, dass die, ja, irgendwie die Dortmunder schon abgelöst haben, was diese große Konkurrenz angeht. Klar, das lässt sich tabellentechnisch jetzt nicht widerspiegeln. Damit also rein in die Bay Arena. Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Spiel dieser Folge und auch zur ersten selbstgezockten Partie dieser Folge. Leverkusen empfängt den ersten FC Magdeburg. 3. Spieltag der Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, eigentlich gehen wir als Favorit rein. Wir sind deutscher Meister amtierender. Pokalsieger hätte ich mir denken können, wenn wir ins Finale kommen, dass wir die Hoffenheimer geschlagen hätten. Leverkusen haben ja letztendlich diesen Pokal geholt. Und ich bin auf die Champions League gespannt. Wer mit Benfica und Villarreal keine schlechten Mannschaften als Gegner bekommen. Damit also zur Aufstellung von Leverkusen. Gregor Kobel im Tor, eine Rakete mit Oliveira, Perez, Diego Carlos und Caboret. Drei Mittelfeld mit Kammerwinka, Yukuchlu und Palacios. Und vorne der Dreiersturm mit Diaby, Joao Pedro und Gonzalo Plata. Dann hier die Aufstellung der Magdeburger, Stojanovic im Tor. Die Rakete mit Çalhanoğlu, Dika, Tudibo, Pembele, Doppel-6 und Busquets im Fein. Drei offensives Mittelfeld mit Sessegnon, König und Zitashvili. Und vorne steht Joshua Zirkzee. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Ricky J. Jones ist auf der Bank. Wie gesagt, ich hoffe, dass, beziehungsweise ich würde es schön finden, wenn ein Angebot für ihn reinkommt. Hey, Leverkusen rennt jetzt mal an. Und oh, der Posten. Erster gefährlicher Schuss für die Werkself. Also schon mal Aluminiumglück. Okay, da kann er einfach durchstarten. Och Mann, ich hätte selber schießen wollen. Beziehungsweise müssen. Ich wollte ihn querlegen. König schickt jetzt Joshua Zirkzee. Und der ist unfassbar schnell. Zirkzee, glaube ich, Linksfuß, der zieht ab und haut ihn rüber. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu doll gedrückt. Kommen wir jetzt nochmal zur Konterchance in der Nachspielzeit. Das ist Zitashvili jetzt nochmal auf dem rechten Flügel. Und der hat Platz und der hat Tempo. Aber der legt in Richtung Mitte, das Zirkzee und das ist das 1-0. Nachspielzeit, kurz vor der Halbzeitpause. Joshua Zirkzee schlägt zu. Bisschen Glück war dabei. Verteidiger ist mit dem Ball ins Tor gerutscht, glaube ich. Und wir führen ja 1-0 in Leverkusen. Zitashvili läuft die rechte Seite lang mit dem Ball Richtung Mitte. Und es ist Diego Carlos, der den Ball tatsächlich noch ins eigene Tor boxiert. Aber wäre so oder so drin gewesen, Gregor Kobel wäre geschlagen gewesen. Es zählt als Eigentor. Zitashvili, oh, das ist Pembele. Mir gefällt sein Offensivdrang immer mehr. Wirklich immer viel mehr. Oh, da kommt aber noch ein Zitashvili. Jetzt mal Pembele Richtung Mitte und Diaby, passt auf. Ich glaube, König hätte den Ball perfekt bekommen. König, klasse Übersicht. Fein, schick jetzt Zirkzee. Und Zirkzee gegen Perez. Kann er den Ball behalten? Kann Zirkzee den Ball behalten? Er chippt den vorbei an Kobel. Und da ist König. Und der macht den vorsichtshalber mal rein. 2-0 für Magdeburg. Kai König schlägt wieder zu. Ich weiß nicht, wäre der Ball auch drin gewesen, wäre König da nicht mehr rangegangen. Ich bin vorsichtshalber nochmal mit König hinterhergegangen. Aber es ist hier Joshua Zirkzee. Ich glaube, der wäre drin gewesen. Ich glaube, der wäre echt drin gewesen. Mit der ersten Annäherung in Hälfte 2. Fängt sich aber direkt den Konter ein. Und das ist Zitashvili, der frei ist. Der Typ ist unfassbar schnell.
gegen Kobel. Macht das Ding ganz überlegt rein. 3:0. Guter Konter, den wir da ausgespielt haben. Zita Schwidi ist jetzt in diesen ersten Spielen richtig gut drauf. Der ist richtig gut drauf. Der sammelt gerade richtig fleißig Scorer. Hier sehen wir es. Was der auch gerade wieder für einen schönen Ball von Kai König bekommen hat. Und ja, Kobel sieht da nicht gut aus. Entweder geht ran oder nicht. Ja, das ist aber auch ein bisschen schade für Joshua Zirkzee heute. Ich meine, das 1:0 macht er rein theoretisch selber. Es wird als Eigentor gewertet. Das 2:0, der geht rein theoretisch rein. Und König nimmt den Ball dann noch lieber mal mit. Also wie wir diese Kontersituation hier ganz gut ausspielen. Also das Kombinationsspiel ist einfach klasse. Eduardo Andrade mit dem Ball Richtung Spitze für Dimitri Oberlin. Und Oberlin, der kam rein für Zirkzee und schießt sie knapp vorbei. Ball in die Spitze. Abschluss. Und das war aber längs abseits. Aber es ist der erste Ball von Leverkusen, der aus oder Richtung Tor geht. Nachspielzeit läuft bereits. Aber eigentlich sollte nichts mehr anbrennen. Und so sieht es auch aus. Magdeburg sieht entspannt mit 3:0 in Leverkusen. Okay, Paris ist interessiert an Suleiman Abdullahi. Ich würde jetzt schon zuschlagen, weil nicht, dass die uns den wegkaufen. Das wäre der größte Schwachsinn, wenn das passiert. 35 Millionen ist auch okay. Rein in die Verhandlungen, dann hole ich jetzt gleich Suleiman Abdullahi zurück zum FC Magdeburg. Damit mache ich die Verpflichtung perfekt. Suleiman Abdullahi kommt zurück zum ersten FC Magdeburg. So, damit ins nächste Spiel. Es ist eine Schnellsimulation gegen Wolfsburg. Eigentlich sollte ein Sieg für uns rausspringen. Wolfsburg ist 14. Wir gewinnen auch 2:0. Adrian Fein mit einem Doppelpack. Sehr gut. So, und damit also ins erste Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon. Schnellsimulation auswärts gegen die Portugiesen. Ich bin gespannt, was es wird. Es wird ein 2:0 Erfolg. Kai König und Evan Dika sind die Torschützen. Wir haben die ja komplett auseinandergenommen. Bayern ist 18. Was? Bayern ist 18. Nee, oder? Die haben einen Punkt geholt. Die haben 3 Niederlagen. Uiuiuiui. Was geht denn da ab? Bayern sind 18. mit diesem Kader. Aber wir gehen jetzt rein in diese Partie. Wieder eine Schnellsimulation. Mal gucken, ob wir das gewinnen gegen die Bayern. Weil die haben ja doch einen eigentlich recht stabilen Kader. Und das verlieren wir natürlich mit 2:1. Es ist so klar. Als nächstes geht es gegen Tabellenplatz 4. Leipzig zu Hause. Eigentlich ein Sieg für uns. Aber wir verlieren schon wieder 2:1. Torschützen sind Oscar 2-mal. Und Zirkzee auf unserer Seite ist die 2. Niederlage in Folge. Oder wollte ich nicht gegen Leipzig spielen? Nein, ich wollte doch gegen Leipzig spielen. Oh, nee. Okay, das war jetzt echt Trash von mir. Und damit geht's rein in die erste selbstgezockte Champions-League-Partie für diese Saison. Ich bin zu Hause gegen Villarreal und Bolado spielt nicht von Anfang an der Messi Region. Dafür ein Santa Maria, ein Heubjerg. Damit ein herzliches Willkommen hier zur letzten Partie für diese Folge. Magdeburg empfängt Villarreal in der Champions League. Mal gucken, ob wir wenigstens hier die Champions-League-Hymne hören dürfen. Nein, wir hören die Champions League-Hymne auch hier nicht. Ich muss unbedingt danach wieder in diese Einstellung gehen und lizenzierte Musik anmachen. Hier also die Aufstellung der Magdeburger. Sie ist unverändert zum Leverkusen-Spiel. Also wirklich komplett unverändert. Auch die Bank ist dieselbe. Nee, Quatsch. Suleiman Abdullahi ist dabei. Hier die Aufstellung von Villarreal. Rui Silva unter anderem im Tor. Davison Sanchez in der Innenverteidigung. Das sind keine schlechten Spieler, die sie dort haben. Heuberg, Tavares, Paulinho, Santa Maria, Ontiveros, Dembele vorne drin, Estupinian, glaube heißt er, in der Linksverteidigung. Damit gehen wir also rein in die Partie. Erstes Gruppenspiel, was selbst gezockt wird, gegen Villarreal. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird, wie es sich anfühlt. Damit sehen wir uns auch in der ersten Szene wieder. Ja, und auch Villarreal konnte das erste Gruppenspiel gewinnen gegen PSV Eindhoven, während der gute Herzog sich mit der nächsten Möglichkeit kommt. Zwingen sie zu Fehlern und das ist Ryan Sessegnon, der jetzt mal mit abschließen kann und das 1:0 macht. Ich glaube, das war durch die Beine durch und Ryan Sessegnon bringt Magdeburg hier in Führung. Dann großartiger Abschluss. Es war, wie gesagt, glaube ich, wirklich durch die Beine von Sanja. Sehen wir es. Na, nee, war vor den Beinen. Strammer Schuss allerdings. Da kam gleich die nächste Balleroberung und der ist gut. Der Ball für Zirkzee und Zirkzee schließt ab und ja, da ist auf jeden Fall Rui Silva diesmal da. Freistoßposition und Ontiveros steht bereit. Der könnte den direkt schießen. Das wird er wahrscheinlich auch machen. Und der geht an die Latte. Stojanovic war da noch dran. Wir sehen was. Guter Schuss. Stojanovic hält diesen Ball. Lenkt ihn gegen die Latte. Aber Villarreal mit dem Schuss. Und wieder ist Stojanovic zur Stelle. Wieder ist das so ein stabiler Ball von Calhanoglu für Ryan Sessegnon. Der jetzt mal Richtung Mitte geht. Das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, die hier noch weiterlebt. Das ist Zita Schwili. Der Ball vorher ist geblockt. Chance lebt noch. Gott. Da ist jetzt aber viel los vor dem Tor. Der Spanier. Und da ist Zirkzee außerhalb des 16ers. Rui Silva hält erneut.
Eckball für uns. Kai König schlägt diese vielleicht mal auf den Kopf von Zirkzee. Und der Ball ist noch gefährlich. Zirkzee, 3:0. Ja, Quatsch, was sage ich denn? 2:0. Tut mir leid. Joshua Zirkzee mit dem 2:0. Das ist stark gemacht. Ich weiß nicht, wer jetzt der Innenverteidiger war, glaube. Also war es Evan Dika, der da noch hingegangen ist, der da hinterher geht. Und den Ball nochmal Richtung Mitte schlägt. Nein, es ist Sessegnon. Und dann Zirkzee setzt sich hier durch gegen Sanchez. Könnte sich positionieren. Aber Sessegnon schießt einfach mal und der Schuss war nicht schlecht. Damit hat Ruiz Silva erstmal nicht gerechnet, kann das Ding aber noch gut parieren. Oh, Bolado ist gerade eingewechselt worden. Der Messi Region ist auf dem Feld und das ist der erste gefährliche Schuss in der zweiten Halbzeit für Villarreal. Wieder ist es Heuberg. Es ist Abdoulaye, der in den stabilen Lauf für Andrade und der hat einen guten Fernschuss. Und der macht das 3:0. Stabiler Schuss außerhalb des 16ers. Das kann Eduardo Andrade. Und Abdoulaye mit seinem ersten Assist im Magdeburg-Dress. Bei seinem Comeback. Hier sehen wir es. Er hat auch mal dezent gleich die Nummer 9 bekommen. Das wusste ich gar nicht, dass sie automatisch bekommt. Allerdings trifft er hier, der junge Brasilianer. Und da gibt es nochmal einen Freistoß für Villarreal. Wer wird diesen treten? Es ist Estupiñán. Und oder Heuberg. Okay. Heuberg legt ab. Ah, das war ein Handspiel. Wird nicht geahndet. Okay, da. Was ist denn da gerade los? Nein, wir verlieren den Ball noch. Oh Gott sei Dank, das war jetzt nochmal ein bisschen ziemlich kritisch da hinten drin. Aber wir gewinnen dieses Spiel mit 3:0 zu Hause gegen Villarreal. Stabile Vorstellung. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir blicken jetzt noch eben kurz auf die Gegner für die nächste Folge. Und wir nehmen auf jeden Fall den kompletten Monat mit. Und es sind tatsächlich mal auch Gegner, die jetzt nicht unbedingt im oberen Tabellendrittel dabei sind. Aus Dortmund jetzt natürlich. Und ich würde sagen, ich spiele 2 Spiele davon. Ich werde 1 normal simulieren und 2 schnell simulieren. Und zur Auswahl stehen auf jeden Fall in der Liga gegen Stuttgart. Dann gegen Köln, drittes Gruppenspiel in der Champions League gegen PSV Eindhoven, dann gegen Aufsteiger Bielefeld und dann kommt noch das Heimspiel gegen die Stuttgarter im DFB-Pokal und noch zu guter Letzt das Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie gesagt, gerne 2 Gegner reinschreiben, gegen die gespielt werden soll, gerne noch einen für die normale Simulation. Des Weiteren lasst gerne ein Like auf dieser Folge da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr das macht. Vielen Dank für euren Support auf die letzten Folgen. Ich habe mal geguckt, meine erste Folge hat jetzt inzwischen über 900 Aufrufe. Das ist saustark. Bald wird übrigens eine Sprint to Glory kommen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann, denn es ist gerade ein bisschen stressig und ich habe nicht so viel Zeit zum Schneiden und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine Sprint to Glory, die es in sich hat, weil die mit einem Projekt verknüpft ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.